Denk seit Wochen nicht ans Essen. Renn verloren von dort nach hier. Kann den Sommer nicht vergessen. Voll mit Sonne und mit dir. Hör im Dunkeln deine Stimme. Jedes Wort so zärtlich schwer deckt mich zu mit dem Verlangen, dass du kämest jetzt zu mir. Nur bei dir kann ich frei sein, kann ich ganz sein. Mit dir kann ich fliegen, mich verlieren. Verliere in dir. Wir haben im warmen Sand gelegen, nur die Gischt auf unserer Haut. Jede Woge ließ uns beben, nur die Gischt auf unserer Haut. Und am Horizont die Segel ließen uns ein jedes neu. Wie die Gelbwelt hier ohne Grenzen, wie unendlich hier und heut. Nur bei dir kann ich frei sein, kann ich ganz sein. Mit dir kann ich fliegen, mich verlieren, ganz verlieren. In dir hab die Sachen noch im Koffer, die Erinnerung wiegt die Blei. Bilder noch wie gestern, unsere Muschelburg im Sand. Vom Wind verweht sind längst die Reste, nur ein Handtuch liegt am Strand. Nur bei dir kann ich frei sein, kann ich ganz sein. Mit dir kann ich fliegen, mich verliere, ganz verliere in dir. Nur mit dir kann ich fliegen, mich verlieren in dir. Kann ich fliegen, mich verlieren, ganz verliere in dir. Wunderschönen guten Abend im Zimmer 16 zur offenen Liederbühne. Na, jetzt geht das schon wieder auseinander her. Ich war ja völlig genervt, weil ich laufe zum Bus in aller Gemütsruhe und denke, ach, endlich bist du mal pünktlich. Und habe mein Handy zu Hause liegen gelassen. Deshalb, wenn ich jetzt nervös bin, wieso klingt das hier so komisch? Wenn ich jetzt nervös bin, liegt es daran, dass irgendwo mein Handy fehlt. Ich habe es zu Hause liegen lassen, weil ich muss auch mal ohne gehen, finde ich. Herzlich willkommen, Matthias. Ja. Nehmen wir heute mal einen Stuhl. Du nimmst den Stuhl? Nehmen wir einen Stuhl, weil... Sitzstuhl oder einen Stehstuhl? Sitzstuhl. Sitzstuhl. Weil, ich erzähle das gleich warum. Du setzt dich hier vorne oder auf die Bühne? Ich setze mich auf die Bühne. Ich setze mich auf die Bühne, gut, weil ich möchte gerne ins Mikro singen. Ich muss nicht so laut singen. Ja. Das war ich wohl irritiert, weil ja, das ist ja eigentlich ein Stuhl. Ach, hier, ja gut, okay, das stimmt. Ja, gut. So, könnt ihr ungefähr hinhauen. Kabel liegt hier unten. Warum? Oder hängt? Dann verziehe ich mich jetzt einfach. Oh, pass raus. Ja, oh ja, bist du voll angeleuchtet hier. Ja,
Viele Grüße aus Sachsen, soll ich euch allen und euch Berlinern sagen. Ich bin heute wirklich, also ich komme wie ein Friseur heute hier. Ne? Also ich habe weder Texte noch Noten mit und ich hatte nicht mal eine Gitarre mit. Und deswegen möchte ich mich als allererstes beim Arvid, der hier hinten sitzt, bedanken, dass ich seine Gitarre benutzen darf heute. Und ja, mich hat es dienstlich mal für eine Nacht hierher verschlagen oder für einen Tag und eine Nacht hierher verschlagen und habe auf Facebook gesehen, hier ist eine offene Bühne und offene Bühnen ziehen mich magisch an. Und daher habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, komme hier ohne alles an. Und deswegen singe ich heute auch ohne Text und ohne Noten und ohne alles. Es kann sein, dass ich manche Lieder dreimal anfangen muss, aber was soll's, ist ja nicht so schlimm. Ich fange mal an mit dem Begrüßungslied, bin Teil eines Liedermacher-Duos, das nennt sich Lenoir, aus dem Raum Westsachsen. Wir sind eine Pianistin und ich. Ich schreibe die Lieder und wir sind da eigentlich regional ganz gut auf Tour. Und wir fangen immer mit diesem Lied an, damit das Publikum gleich weiß, worauf es sich einlässt. Hochverehrtes Publikum, edle Lady, Herr von Welt, wir laden Sie recht herzlich ein in unser Lebenszirkuszelt. Gerne dürfen Sie vorher Ihr Gehirn verschenken, denn hier bei uns brauchen Sie nicht mehr zu denken. Bei uns genießen Sie den Luxus, nach dem Sie immer haben gestrebt. Wir brauchen Sie nicht mal mehr selbst zu leben, nein, hier werden Sie gelebt. Jede Fassade hier ist schön gestrichen, Straße fein getellt, 10.000 Zeitungen und Fernsehsender, bunt, laut und Sinn entleert. Diddledum, diddledum. Lebenszirkus, Lebenszirkus, angepasst und seicht. Lebenszirkus, Lebenszirkus, und schön kuschelig weich. Lebenszirkus, Lebenszirkus, angepasst und seicht. Alles hier ist quietschend bunt und schön kuschelig weich. Auf dem Buffet da liegen schon vorgekaute Meinungen, Zerstreuungskuchen. Gerne dürfen Sie auch mal von unserem Einfallstopf versuchen. Wir laden Sie ein in unsere Welt, besorgt um ihr Wohl. Drum machen wir ihren Bauch schön voll und ihre Birne hohl. Diddledum, diddledum. Lebenszirkus, Lebenszirkus, angepasst und seicht. Lebenszirkus, Lebenszirkus, und schön kuschelig weich. Lebenszirkus, Lebenszirkus, angepasst und seicht. Alles hier ist quietschend bunt und schön kuschelig weich. Leicht verdaulicher Einheitsbrei und einfache Antworten, fein gehackt und schön püriert, nur die süßesten Sorten. Doch ich muss euch warnen, Tanz aus der Reihe ist verboten, denn wir hier drin, wir sind ein Volk von angepassten Idioten. Diddledum, dum, diddledum, bam, bam. Ja, Lebenszeugnis. Ja, und Arvid, wo ist denn der Capo? Kannst du mir den irgendwie noch mit vorschmeißen oder so? Den haben wir jetzt vergessen. Applaus für den Arvid. Hey, lass mal. Bravo! Dankeschön. Wie gesagt, ohne alles. Übrigens musste ich heute feststellen, dass ich komme ja aus der Provinz, dass hier in Berlin 1 Kilometer eine ganz andere Maßeinheit ist als bei uns in der Provinz. Mein Hotel ist nämlich ganz, ganz, ganz weit drüben im Westen. Und da habe ich das ins Navi eingegeben und da stand 20 Minuten. Und gebraucht habe ich eine Dreiviertelstunde. Also das ist
bei uns in der Provinz andersrum. Steht eine Dreiviertelstunde dort, du brauchst dann doch bloß 20 Minuten. Navi kaputt. Ja, Navi kaputt. Das ist ein Sachsen-Navi. Ja, der nächste Song, den habe ich geschrieben, nicht in Deutsch, sondern in Sarkastisch. Ich hoffe, ihr sprecht alle fließend sarkastisch. Da heißt, denn selig sind die geistig Armen. Gedanken, das ist Luxus. Lebt sorgenfrei auf der Insel der Bekloppten. Wartet einfach auf den finalen Rettungsschuss, der die verrückte Wahnsinnsparty stoppte. Selig sind geistig Armen, selig sind die geistig Armen, selig sind die geistig Armen, hab mich niemals besser amüsiert, hab mir gestern das Hirn amputiert. Stürzt euch auf die bunten Seifenblasen, die aufgebauschte Zuckerwattenliebe. Könnt euch vom Entertainment treiben lassen. Irgendwer befriedigt schon eure Triebe. Selig sind die geistig Armen, das ist eine Mitmachnummer. Selig sind, hab ich mich gleich verspielt, die geistig Armen. Selig sind die geistig Armen, hab mich niemals besser amüsiert, hab mir gestern das Hirn amputiert. Eingeschweißten Plastiktraum, eine Portion Glamour und verheißungsvollen Tand. Wenn ihr taumelt durch Neonlicht und Glitzerstaub, mit offener Hose und geschlossenem Verstand. Geistig Armen, selig sind die geistig Armen, selig sind die geistig Armen, hab mich niemals besser amüsiert, hab mir gestern das Hirn amputiert. Sind die geistig Armen. Ja. Wie viel? Vier, ne? Vier? Ja. Vier. Es sei denn, du hast jetzt eine Viertelstunde nochmal. Das vierte muss ich mir dann noch überlegen, aber da fällt mir schon noch was ein. Jetzt kommt ein Song, den habe ich vor, mein Sohn ist jetzt 17, den habe ich vor 7 oder 8 Jahren für meinen Sohn geschrieben. Ja, mehr sage ich jetzt einfach nicht dazu. Der heißt Eifer ohne Sucht. Scheiße zu machen.
bin froh, dass du mein Lehrmeister bist. Froh, dass du mein Lehrmeister bist. Weinen aus Trotz, vor Wut oder Glück. Lachen, wenn's auch mal nicht zu lachen gibt. Unmögliche Fragen bis zu stellen Not. Eifer, der ohne Sucht. Sohn und Vater, Seite an Seite, was kostet schon die Welt? Zusammen, allen zum Trotz. Klatsch nass bis auf die Socken, dann pennen wir im Zelt. Mama hätte erst gemeckert und dann gekotzt. Ja, Mama hätte erst gemeckert und dann gekotzt. Dieser Moment, an dem herzhaft und aus tiefster Seele dein Lachen erklingt, wenn du die Welt entdeckst mit mir. Wenn ich seh, dass das Glück dir aus jeder Pore springt, ja, das ist mein Lebenselixier. Ja, das ist mein Lebenselixier. Aus Trotz, vor Wut oder Glück, lachen, wenn's auch mal nichts zu lachen gibt. Unmögliche Fragen, die's zu stellen lohnt. Eifer, der ohne Sucht auskommt. Eifer, der ohne Sucht auskommt. Noch ein paar Jahre bleiben mir mit dir. Ich spüre schon die Zeichen. Du baust dir dein eigenes Leben. Ich zerdrück ne Träne und wünsch dir, dass du die gleichen Momente des Glücks kannst erleben. Momente des Glücks kannst erleben. Dankeschön. Du guckst es oder Feierabend? Was sagst du? Du Gott, nein. Einen kann ich noch? Gut. Ich gebe es zu, ich bin Social Media süchtig. Und genau zu diesem Thema habe ich einen Song gemacht. Mal sehen, ob ich den jetzt zusammenbringe. Wenn nicht, dann höre ich mittendrin einfach auf. Gesteuert und durchgestylt, den Kopf in Würde, gen Smartphone geneigt, wenn der Google Navigator den Weg zur Glückseligkeit zeigt. Wenn du willst, dass ich dich online besteig, gib mir ein Like. Wenn du willst, dass ich dich online besteig, gib mir ein Like. Ich hab dir WhatsAppt, du WhatsAppst nicht zurück. Was bildest du dir ein, du arrogantes Stück? Doch WhatsApp, die
die Rache wird grausam sein. Wenn du zurückwollst, selbst logge ich mich gar nicht erst ein. Wenn du willst, dass ich dich online bestrecke, bei einem Like. Wenn du willst, dass ich dich online bestrecke, bei einem Like. Gib mir ein Like, gib mir ein Like, gib mir ein Like. Dritte Strophe hab ich vergessen, aber das ist egal. Wenn du willst, dass ich dich online besteige, gib mir ein spontane Einladung. Danke, Matthias von Liswa aus Zwickau. Lass da drinnen. Achso, gut, ja, kommt stimmt. Kommt dann gerade an. Stimmt. Jemand gibt sie mir in die Hand und ich warte auf den Arvid. Was jetzt kommt, ist der Arvid, das ist der Besitzer dieser Gitarre. Der verleiht nicht nur Gitarren. Gelegentlich singt er auch selbst und spielt, und zwar Lieder von sich selbst und manchmal Texte von anderen mit Musik von sich selbst. Jetzt kommt er. Hallo. Herzlich willkommen, Arvid Wolf. Und jetzt sag mir nochmal, wie ist dein Lieblingsdichter? Ich vergesse das jetzt. Mein Lieblingsdichter heißt Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert, genau, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Echt? So ist es mit dem Wolfgang. Ich habe sogar einen Text von ihm dabei, einen neuen. Wunderbar. Ich muss ihn nur zusammenkriegen. Ich probiere es mal. Okay, nochmal herzlich willkommen, Arvid Wolf. Du musst ja noch so ein bisschen basteln. Oder du musst hier noch so ein bisschen basteln, jetzt soll ich noch Geschichten erzählen. Du stehst oder du liegst? Im Stehen. Matthias, du möchtest dich auf YouTube wiederfinden? Ja, gern. Sehr schön. Ja, so viel Scheiße von mir auf YouTube, da kommt jetzt nicht. ich geh mal kurz raus. Ja, und die musst du mit dem Like und dem Besteigen ja auch klappen, sonst ist ja, geht ja sonst nicht. So, was denn? Warte, jetzt ist doch ohne Kabel. Nee, warte, gib mir mal eine Sekunde Zeit. Eine Sekunde ist relativ kurz. Das ist von wegen Zeiten und anderen Maßeinheiten. Mit diesen verschiedenen Zeiten ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich in Pankow, also in der Vineta-Straße, wo ich wohne, auf der U-Bahn stehe und da steht eine Minute die nächste Bahn, stehe ich da grundsätzlich 5 Minuten. Das ist sehr erstaunlich. Da muss irgendwas mit dem Zeitgefüge in dieser Stadt nicht ganz stimmen. Jetzt haben wir. Na, danke schön. An der Stelle wäre mit dem B-Schleunigung. Eat like
es bleiben wir drei. Am Sonntagmorgen ruht deine Welt. Am Sonntagmorgen wird rückwärts gezählt. Viele Leute, die Berlin total klasse finden. Ich finde es auch gut. Und ich kenne ganz viele Leute, die im Sommer eigentlich so die schönste Jahreszeit sehen, die man haben und erleben kann. Und ihr ahnt es schon. Im nächsten Lied geht es um einen Menschen, bei dem das alles nicht so ist. Sag Winterkind, hast du keine Ruhe?
So, jetzt kommt das nächste Lied von Wolfgang Borchert. Ich habe es noch nie gespielt. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Es ist nochmal ganz kurz zu Borchert. Er hat dieses berühmte Theaterstück geschrieben, Draußen vor der Tür, dessen Uraufführung er nicht mehr erlebt hat. Er ist mit 26 Jahren gestorben, schwer krank, weil die Nazis ihn halt total kaputt geschunden haben. Das berühmteste von ihm ist dieses Theaterstück, aber er hat auch wunderschöne Gedichte geschrieben, die ich sehr liebe, das merkt man, glaube ich. Das nächste Lied heißt Versuch es, ich will's auch versuchen. Stell dich mitten in den Regen, glaub an diesen Tropfensegen, schwind dich in das Rauschen hin und versuche gut zu sein. Versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Wind, glaub an ihn und sei ein Kind, lass den Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein. Große Dinge gelassen aus. Das ist natürlich ein Hinweis. Mal gucken. Zwischen dir und der Welt. Vernagelst die Fenster, verriegelst die Tür und prüfst, ob das Kettenschloss hält. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Lass mich raten, sie waren wieder da. Frau, mach doch und Herr wunderbar. Sie musst an dein Zimmer und wissen wie immer, was falsch und was richtig war. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Lass
hast geworben, gekämpft und erzählt von den Trampelpfaden der Welt. Sie haben gelacht, deine Zeit sei vertan, auf der Autobahn spare man Geld. Komm, liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Weg. Lehn dich an mich um, lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Bleib doch einfach so, wie du bist, weil dein Weg schlicht der schönere ist. Ich mag's, wenn du träumst, wenn du zweifelst und fragst und bei Sturm immer glücklich bist. Komm, liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Weg. Lehn dich an mich um, lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Komm, liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Weg. Lehn dich an mich um, lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Dankeschön. Okay, das war die offene Liederbühne im Zimmer 16. Das nächste Mal sehen wir uns. Ich glaube, die offene Bühne ist am 4. Dann sind plus 14, 18. oder? Keine Proteste. Habe ich richtig gerechnet? Habe ich das noch geschafft jetzt auf dem Abend? Wir werden jetzt hinterher schnell noch einen kleinen Livestream machen als Künstlerplausch. Wer mitmachen will, halbe Stunde hast du noch. Wer mitmachen will von den Künstlern, bleibt einfach hier und gesellt sich zu uns. Ansonsten wünsche ich euch einen fröhlichen Abend. Ein herzliches Dank noch. Dankeschön an Holm an der Bar, hat sich jetzt verflüchtigt nach draußen mit seiner Zigarette, weil er Angst hat, ihr kommt und wollt alle was von ihm. Ein herzliches Dankeschön an Freddy an der Technik. Ich bin der Lothar und wir sehen uns in einem Monat. Macht's gut.